Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben ja, meine ich, schon sehr eindrückliche Schilderungen der allgemeinen Rahmenbedingungen heute gehört, eben durch Minister Gerd Müller, aber auch heute Morgen schon durch die Bundeskanzlerin und durch Volker Kauter. Das internationale Umfeld, im Grunde könnte man besser sagen, die internationale Fragilität, in der wir uns bewegen, auch als Haushaltsgesetzgeber, wo wir erleben, dass viele, viele Menschen in vielen Ländern einfach keine Chancen haben, dass ihnen Perspektiven in ihrem eigenen Land fehlen, dass das Leben in Lagern natürlich unbefriedigend bleiben muss, dass aber im Übrigen selbst in friedlichen Ländern mangels Chancen eine enorme Landflucht da ist und beispielsweise in den Subsahara-Ländern die Menschen aus dem Norden in die südlicher gelegenen Hauptstädte nach Lomé oder nach Accra wandern und für größer werdende Probleme sorgen. Viele sagen bei uns im Land, das sind doch alles gar nicht unsere Probleme und wir haben hier genug eigene Probleme. Klagen selbst auf hohem Niveau, aber geschürt von Populisten links und rechts wird ja so ein bisschen das Gefühl vermeintlicher Benachteiligungen kultiviert. Dabei ist in Wirklichkeit das, was wir an Rahmenbedingungen geschildert bekommen haben, schon genau unser Problem. Einerseits ethisch. Unsere Verantwortung für den Nächsten endet eben nicht an unseren Grenzen. Dann aber eben auch ganz praktisch. Denn die Probleme mögen zwar in anderen Teilen der Welt entstanden sein, sie kommen aber zu uns, wenn wir nicht sehr viel mehr tun, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Und in diesem allgemeinen Umfeld ist, denke ich mal, der Gesamthaushaltentwurf für 2017 eine ziemlich gute Antwort. Vor allen Dingen erst einmal schon einmal die davon ausgehende Stabilität. In dem fragilen Umfeld weltweit gilt Deutschland als Hort der Stabilität. Das ist auch wichtig, denn mit unserer Stabilität und Bonität können wir vielen, vielen helfen und segensreich in unserer Umgebung, näheren und weiteren wirken. Das Signal ausgeglichener Haushalte über Jahre ist ein Signal von Zuversicht und Zukunftsvertrauen und im Grunde die Grundlage für weitere Investitionen und eine auch künftig erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung, die wir brauchen, um stark zu bleiben. Und das kann man auch im Haushalt des BMZ sehen. Glaube ich, als Einzelplan 23 die richtige Antwort auf die genannten Probleme, im Übrigen aber auch lebend von langfristiger Stabilität. Das kann man auch an Zahlen festmachen. Sabine Weiß hat eben beklagt, dass im Bereich der finanziellen Zusammenarbeit die Verpflichtungsermächtigungen ein Stück runtergegangen sind im Entwurf. Aber es ist ein Entwurf und über all diese Fragen werden wir in den nächsten Wochen ja intensiv beraten. Insgesamt sind die im Haushaltsentwurf ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen mit 8,9 Milliarden Euro allerdings deutlich gestiegen und summieren sich dann, wenn wir diesen Haushaltsplan beschlossen haben, auf 42 Milliarden Euro ausstehende Verpflichtungsermächtigungen nur im Einzelplan 23. Das heißt, wir versprechen für die Zukunft, diese 42 Milliarden Euro aufzubringen, einzusetzen. Und das geht natürlich nur, wenn wir stark bleiben und unsererseits diese Gelder auch überhaupt erst erarbeiten können. Deswegen, Stabilität ist die Grundlage erfolgreicher Entwicklungszusammenarbeit. Aber wir brauchen natürlich auch Geld jetzt sofort, nicht nur für künftige Verpflichtungsermächtigungen. Aber der Haushaltsplan 2017 wird weiter deutlich steigen, von 7,4 auf rund 8 Milliarden Euro. Und man muss sich noch mal daran erinnern,
dass 2005 noch eine 3 vor dem Komma stand und damit eine wahnsinnig große Steigerung in den letzten Jahren gelungen ist. Geld, das aber auch gebraucht wird für die Menschen rund um Syrien. Wir haben eben schon Beispiele gehört. Cash for Work, ein wirklich hilfreiches Instrument. Die Bezahlung von Lehrern in Lagern für syrische Kinder in der Türkei. Nebenbei auch ein Produkt guter deutsch-türkischer Zusammenarbeit. Das alles ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, aber im Grunde nicht die Entwicklungszusammenarbeit, die ich mir eigentlich vorstellen möchte, sondern eigentlich ist es ja nur Solidarität, aktuelle Solidarität, die ohne Bürgerkrieg gar nicht nötig gewesen wäre. Wir dürfen angesichts dieser aktuellen Probleme die langfristige Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika nicht vergessen. Und die Dynamik in Afrika ist leider sehr viel kleiner als beispielsweise in den Ländern Asiens, wo viele Länder längst raus sind aus dem Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Dabei gibt es ein richtig tolles afrikanisches Sprichwort. Bewirte deinen Freund 2 Tage. Am 3. Tag drücke ihm eine Hacke in die Hand. Finde ich ein grandioses Sprichwort. Der Freund muss selbst was leisten. Hängematte ist nicht, sagt das afrikanische Sprichwort. Hilfe zur Selbsthilfe, das ist das, was wir immer neu wieder überlegen müssen. Was ist wirklich Hilfe zur Selbsthilfe? Ausbildung, natürlich. Und die meisten Länder sind ja auch begeistert, ein Stück teilhaben zu können an unseren Erfahrungen dualen Ausbildungssystems. Gesundheit, auch ein Stück Hilfe zur Selbsthilfe. Ich komme gerade von einer Veranstaltung des GFATM. No wealth without health war das Motto. Genau richtig. Deswegen ist es auch richtig, dass wir den globalen Fonds auch in Zukunft richtig stark unterstützen. Sicher auch mehr, als jetzt auf dem Papier hier steht. Der globale Fonds war in der Vergangenheit allerdings relativ wenig flexibel, was die Berücksichtigung oder den Einbau von nationalen Beistellungen angeht. Vielleicht hat die zwischenzeitliche Erfahrung bei Gavi zu einer größeren Flexibilität gesorgt. In Zukunft sind nationale Beistellungen möglich. Und ich glaube, dass wir mit einem ordentlichen und sehr viel höheren Angebot als 675 Millionen Euro in der nächsten Woche bei der Konferenz in Kanada dabei sein können. Also, das ist alles wichtig. Ausbildung und Gesundheit. Aber am Ende werden Jobs gebraucht. Es werden sich selbst tragende Arbeit gebraucht, damit das auch das Empfinden der Menschen, Chancen zu haben. Eben wurden ja schon Reiseberichte ausgetauscht. Ich war letzte Woche in Togo. Ganz süß, liebevolle Ausbildung für Schlosser. Die haben hinterher sogar so Kleinstöfen gebaut. Nebenan, die Maurer hatten ganz simple, handbetriebene Formmaschinen für Ziegelsteine. Die haben die noch nicht einmal dort selber gebaut, sondern importiert. Wenn aber jemand Schlosser lernt, dann muss ihm doch auch so ein bisschen Unternehmensgeist mit auf den Weg gegeben werden. Duale Ausbildung bei uns heißt doch nicht nur Kenntnisse weitergeben, sondern im Grunde die Grundlage für Unternehmer zu schaffen, damit die dann auch anschließend Arbeitsplätze schaffen, damit eine sich selbst tragende Entwicklung in Gang gesetzt wird. Deswegen glaube ich, wir brauchen viel mehr Ideen. Wir müssen mehr Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, nicht nur mit unserer, deren Investitionen dringend gebraucht werden. Wir brauchen mehr Zusammenarbeit mit der Wirtschaft vor Ort. Denn wenn dort einfachste Vorrichtungen nicht selber vor Ort gebaut werden, sondern selbst die noch importiert werden müssen, dann fehlen doch den Menschen die Chancen. Deswegen brauchen wir auch neue Ideen. Die Aneinanderreihung von Projekten ist nicht genug. Wir müssen auch unsere eigenen Strukturen überdenken und kreativer werden.
Wettbewerb hilft meistens und unsere zu Recht gelobte GIZ, überall groß anerkannt in aller Welt, könnte aber vielleicht auch noch ein bisschen besser werden, wenn sie an der einen oder anderen Stelle mal etwas deutlicher dem Wettbewerb ausgesetzt wäre. Es wurde eben noch gesagt, auch bei der KfW ändern sich die Erfahrungen, Barmittelknappheit weniger wegen unserer Entscheidungen hier im Haushalt. Das sind knapp 300 Millionen Euro, die wir zugunsten von Fluchtursachen bekämpfen im letzten Jahr umgeschichtet haben. Aber da hat sich einfach die Abflussgeschwindigkeit bei den Projekten erheblich erhöht. Denn wir wollen ja, dass da schnell das Geld ankommt in den Ländern, wo es um Fluchtursachenbekämpfung geht. Das ist auch richtig, dass das Geld schneller abfließt. Das hat dort allerdings für einige Schwierigkeiten der sicheren Prognose geführt. Müssen wir erwarten, dass die da in Zukunft besser werden? Wir werden aber auch dieses Problem im Rahmen der Haushaltsberatungen sicherlich noch näher beleuchten und auch lösen. Ich glaube, dass der Haushalt, ich wiederhole mich, eine gute Antwort auf die aktuelle Lage in der Welt ist. Auch der Einzelplan 23 ist eine richtige Antwort und wird der deutschen Verantwortung in der Welt gerecht und sorgt für Chancen. Und das sowohl ethisch wie auch praktisch. Und ich würde mich freuen, wenn wir in aller Sachlichkeit, mit Engagement und Herzblut über noch mehr Verbesserungen reden können im Laufe der nächsten Woche im Rahmen der Haushaltsberatungen und anschließend einen noch besseren Haushalt am Ende für das nächste Jahr beschließen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat die Kollegin Gabriela Heinrich für die SPD-Fraktion.